Hallo und herzlich willkommen zur Gamescom 2012. Ja. In Videoform ist jetzt hier das erste Mal, dass wir so einen Scheiß mal ausprobieren. Mal gucken, wie das ankommt. Und ja, wir sind sehr interessant, wie lange wir jetzt anstehen. Ja, Hammerfeld, wie findest du dir? Geil, ich bin jetzt schon seit 9 da, bin um 4 aufgestanden. Ich komme aus Würzburg, Bayern. Ah, cool. Bist ja ganz gut zu fahren. Bist du ein Fahrrad da? Nee, mit dem Auto. Zu fahren? Ja. Haben wir uns auch abonniert? Nein, die mögen keine Let's Plays. Ja, das geht ja mal gar nicht klar, die mögen die keine Let's Plays. Das ist doch cool. Finde ich ziemlich gut, dass du hier bist. Besucht uns. Besucht uns. Besucht uns. Besucht uns. Besucht uns. Fucking Gott, ey, wir haben hier echt jemanden ganz Neues. Da vorne, das ist ganz schlimm. Guck mal, da ist ein Pusche, da ist ein Pusche. Der tanzt noch so rum und wir wissen doch gar nicht, was mit dem los ist. Jetzt boxt der, guck mal schnell rum, das ist jetzt live hier nur zu sehen. Also, Tag, hi. Kannst du reden? Aber geil, er ist gesprächig ohne Ende. Kommunikation nennt man das hier. Bei Silent Hill, hier am, PS 2030 stand, genau so sieht's aus. Er ist, wie heißt du denn, Puschel oder so? Es ist Silent Hill Bunny, Collection Bunny oder so. Also hammerfette Sache und wir freuen uns natürlich auch hier zu sein. Du freust dich auch, oder? Ja, siehst du, geht voll ab und wir haben ja auch Spaß und so und das ist einfach mega fett. Einmal noch drücken oder ja, komm, einmal. Gang und diese wunderschöne Musik von Mozart oder wem auch immer es ist, weißt du es? Oh, ja, keine Ahnung, es war Jay-Z. War garantiert Jay-Z, ja. Einmal kurz nach rechts. Boah, mein Gott, Cola-Flaschen liegen am Arsch. Boah, das wird mir ja derbe stinken, wenn ich das aufräumen müsste, wa? Dürfen wir da vielleicht Flaschen halten, wenn wir da aufräumen helfen? Pfand, sagst du? Lass uns hier nochmal interviewen. Nee, lieber nicht, dann kriegen wir bestimmt Glück am Sack. Auf jeden Fall betreten wir jetzt gleich Halle 7. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt, aber wenn wir genauso lange brauchen wie für Halle 6, ja, dann sind wir jetzt noch ein paar Stündchen vor euch unterwegs. Dann sind wir heute fast durch. Ja, dann wird das heute nichts mehr. Also, ich freue euch. Jetzt dreht sich Peter nochmal schön um, hoffe ich. Ich freue euch, genau. Und da geht's mit Rodchat los. Juhu! Boah, mein Gott, Cola-Flaschen liegen am Arsch. Ich freue euch. Finden wir scheiße, oder? Finde ich auf jeden Fall scheiße. Vor allem, wenn eins, wo man vorgelassen werden dürfte, das finde ich sowas hier. Presseausweis. Genau. Nicht PlayStation Plus. Wir wollen alles umsonst. Genau. So sieht's aus. Wir sind hier am Stand von Deep Silver. Glaub es kaum, Junge. Ich glaube es kaum. Guck mal, wer da ist. Der Rotigel der Wahrheit. Unser Runner. Wir gehen auch mal hin. Vielleicht redet er mit uns. Vielleicht ist er ja nett. Wir gucken mal, ob er guckt. Vielleicht guckt er auch nicht. Er ist schon ein bisschen stachelig, muss man sagen. Wir ziehen hier mal rein. Einfach mal so ganz extrem. Und dieses verschmitzte Grinsen von ihm. Leck mir die Eier, ey. Das kann nicht wahr sein. Ist das schön? Können wir nicht so ein Interview haben? Er spricht nicht. Ich meine, er kann winken. Kannst du auch so eine Rolle machen, wie in den Spielen? Aber hier. Ja. Ja, sicher! vielen Dank. Hammergeil. Ja, ein Kindheitstraum wurde wahr. Ich habe es noch nicht getroffen. Jetzt wird eigentlich nur Super Mario. Aber irgendwie war der noch nicht da. Hallo und herzlich willkommen zur Gamescom 2012. Mein Name ist Dennis Bram. Und wir befinden uns hier am 2K-Stand von NBA und deine Mutter hat einen richtig dicken Lümmel. Das kann überhaupt nicht wahr sein, mein Pimmel ist so mega dick.